So, nächste Partie. Bin ein bisschen spät dran. Hab jetzt schon 25 Sekunden weg. Okay. So, wieder mal Damengambit. Ja, das frühe Dame C2 verhindert Läufer F5. Zunächst mal. Allerdings erleichtert es Schwarz C5 zu ziehen. Auch hier zunächst mal. Macht C5. Weil die Dame auf C2 in diesen Isolani-Stellungen manchmal nicht so gut steht. Der C-Linie ist es meistens unbequem oder wird auch manchmal mit Springer B4 und so weiter belästigt. Gegner ist übrigens schon wieder ein Amerikaner, Elu, mit einer Rating von 2,356. Läufer D3 finde ich merkwürdig, da ich jetzt direkt Springer B4 drohe. So, D4 ist jetzt eigentlich der konsequente Zug, um das aufzumachen. Er hätte vielleicht Springer E4. Wird die Stellung sich massiv öffnen. Ja gut, ich bin besser entwickelt. Also ich meine, Springer E4 ist jetzt natürlich möglich. Darauf muss man dann mal gucken. Springer schlägt E4, Läufer E4 ist möglich. Dame A5 Schach. Kann ich B4 ziehen, wenn ich den schlage. Wenn er dann den König zieht, könnte ich E3 nehmen. Hängt auch H7 mit Schach, aber okay, das kostet sehr viel Zeit. Also ich könnte dann E3 nehmen. Ja, der war auch möglich, aber letzten Endes ist der Springer auch sehr, sehr dezentralisiert hier. So, wenn ich jetzt einfach Läufer wegziehe, sagen wir mal, ja, vielleicht sogar nach D6. Ja, D6. So, ich denke, ja, genau, ich dachte, E4 muss er wohl ziehen. Allerdings steht er natürlich schon arg verkrampft hier mit den Figuren. Der Springer auf A4 vor allen Dingen ist wirklich hässlich. Man sollte jetzt hier möglichst schnell das ausnutzen. Ich mach mal Turm E8. Das droht Springer schlicht E4. Springer schlicht E4, Läufer E4, D3 hat gedroht. Hat er bedient. So. Aber wenn ich jetzt Springer E5 machen würde, es droht Springer D3, den Bauern zu gewinnen und nimmt gleichzeitig hier Läufer D7 ins Visier, um den gestrandeten Springer hier zu befragen. So, hat man jetzt noch was Besseres hier? Läufer D7 vielleicht sofort. Springer C5, Turm C8. Sieht aus wie Materialgewinn. Wobei man auch schlagen kann. Dann Läufer D7. Ja, sieht beides sehr gut aus für Schwarz. Ich mach mal den. Ist mir nicht klar, was hier besser ist. So, womit ist jetzt zu rechnen? Vielleicht Turm D1. Ja, okay. Möchte sich hier durch Abtausch rauslügen. Aber der Springer hat natürlich immer noch kein Feld. Also wenn ich jetzt die Dame wegziehen würde, hat er aber dann vielleicht Dame D4. Ah, ne, der hängt ja auch noch.
Was macht er denn, wenn ich zum Beispiel Dame B8 ziehe? Dame D4, Springer D3 gewinnt eine Figur. Läufer C2, D2 gewinnt auch eine Figur. Hier hängen zwei Figuren. Läufer B5 kann er spielen. Aber dann kann ich B6 spielen. B6. B6, Dame B4, A5 gewinnt wieder eine Figur. Okay. So, ich habe nur noch 1:30 Minuten. Ich meine. Das ist eine Figur. So, okay. Jetzt muss man nur sehen, dass man ein bisschen Zeit aufholen. Er hat mit E4, E5 vielleicht noch ein bisschen Spiel. Ja, das ist auch noch ein bisschen unangenehm eigentlich. Time warning. Versuch mal darauf noch ein bisschen was zu tauschen. So, er droht ja noch nicht zu nehmen, weil, also auf Turm D8, also auf Dame D8 meine ich, Dame D8 gewinnt hier noch ein Tempo. So, E2 hängt ja durch, das meinte ich. Jetzt habe ich die Dame weg. Und jetzt kann er mich zumindest nicht mehr irgendwie mit dem Matt befuschen. So, mal den wegräumen. So, jetzt eine glatte Mehrfigur für einen Bauern, okay. Turm D2. So, jetzt kann man hier noch ein bisschen durchaktivieren. So, und jetzt ist Turm D2 auch nicht mehr so gut zu verhindern. Oder er lässt mich halt noch mehr rein in die Stellung. Gut, nehmen wir den auch noch raus. Noch ein Bauer. Schön ist, dass sich hier alles gegenseitig irgendwie deckt. Jetzt schieben wir mal den G-Bauern durch. Check. Ja, Matt im nächsten. Turm H4 Matt oder Turm F1 Matt. Schön, mit 13 Sekunden nehmen wir mal gerne ein Matt. Checkmate. Jo. Ja, das sah gut aus. Ne? Der hatte einfach die Entwicklung zu stark vernachlässigt irgendwie. Dieser ganze Aufbau hier ist mit Läufer D3 ist schon komisch, weil. Jetzt hier, Schwarz ist halt besser entwickelt. Ich habe schon rochiert. Und der Zug, denke ich, der ist wirklich schwach. Also er müsste wahrscheinlich Springer E4 probieren. Um den Springer dann besser dazu tauschen. Also ich meine, sieht das zwar angenehm aus für Schwarz, aber. Also ich sehe gerade übrigens noch eine Variante. Springer E4. Springer schlägt E4, schlägt E4, DE3. Ist interessant, weil er kann dann nicht auf C5 nehmen wegen Dame D2 Schach König F1 Dame F2 Matt. Das könnte gut sein für Schwarz. Er kann zwar H7 nehmen, in Ordnung, aber ich konnte ja dann auf E3 da reinkommen und die Struktur total zerstören mit dem unrochierten König. Ja, sah eigentlich wie eine vernünftige Partie aus.